Hallo und herzlich willkommen zu unserem Stifterhelfen Support Video zum Thema Installation von Office Standard in der Version 2019 per Click-to-Run Download. Viele unserer Non-Profit-Organisationen wenden sich an unseren Support mit der Frage, wie funktioniert eigentlich Click-to-Run? Im Gegensatz zu den vorherigen Versionen von Office Standard, bei denen Sie sich einfach ein Konto im VLSC, dem Microsoft Volume Licensing Center, angelegt haben und dort dann mit Hilfe des Download-Links und Lizenzschlüssel das Produkt heruntergeladen haben, benötigen Sie bei der Version 2019 ein paar kleine Basics aus der IT-Welt. In diesem Video zeige ich Ihnen in zwei Schritten, wie Sie doch recht leicht und das ganz ohne IT-Fachmann zu sein, an Ihre erworbene IT-Spende kommen. Im ersten Teil werden wir nun zusammen eine XML-Datei erstellen, welche Sie später zur Installation benötigen. Stellen Sie vorab bitte sicher, dass Sie eine durchgehende aktive Internetverbindung haben und legen Ihre Angst vor der IT-Welt zur Seite. Sie benötigen durch die Unterstützung dieses Videos keinerlei Vorkenntnisse. Den Link zum Office Customization Tool finden Sie unten in der Infobox unter dem Video. Öffnen Sie jetzt den Link und scrollen nach unten. Links finden Sie das Feld Neue Konfiguration erstellen. Klicken Sie hier einfach auf Erstellen. Wählen Sie jetzt die gewünschte Bitzahl und danach das Produkt aus. In Ihrem Fall wäre dies Office Standard 2019 Volume License. Weitere Einstellungen wie die zum Update-Kanal bleiben unberührt. Unter dem Punkt Apps passen Sie einfach auf Ihren Wunsch an, welche Apps Sie benötigen und welche uninteressant für Sie sind. Ich deaktiviere zum Beispiel hier den Publisher. Im nächsten Schritt wählen Sie die Sprache aus. Bei Bedarf haben Sie hier die Möglichkeit, zusätzliche Sprachen, zum Beispiel als Korrekturhilfen, auszuwählen. Je nach Ihren Anforderungen können Sie die weiteren Einstellungen unter Installationsoptionen sowie Update und Upgrade einfach übernehmen. Unter dem Punkt Lizenzierung und Aktivierung wählen Sie jetzt zwischen KMS und MAK-Aktivierung aus. Mit einem vorhandenen Lizenzschlüssel wählen Sie MAK und geben den Schlüssel in das dafür vorgesehene Feld ein. Wichtig, wählen Sie automatisch aktivieren, damit das Programm im Anschluss ohne weitere Aufforderung aktiviert wird. Ich selbst habe keinen Schlüssel zur Verfügung, deshalb switche ich zurück auf KMS. Optional können Sie unter dem Punkt Allgemein auch Ihren Firmennamen hinterlegen. Dies ist aber keine verpflichtende Eingabe. Entscheiden Sie selbst. Kommen wir nun zum Feinschliff unter dem Menüpunkt Anwendungseinstellung und passen die Programme individuell an. Haben Sie alle Programme nach Ihrem Wunsch angepasst, klicken Sie nun auf Fertigstellen und können hier rechts im Bild alle Einstellungen in Ruhe überprüfen. Passen die Einstellungen wie gewünscht, erstellen Sie nun die XML-Datei über den Button Exportieren. Wählen Sie bei der Abfrage zum Standarddateiformat die bevorzugte Form aus und klicken auf OK. Bestätigen Sie jetzt die Lizenzbedingungen und laden die XML-Datei herunter. Hier lassen wir den Dateinamen unverändert und klicken auf Exportieren. Sie sagen Datei speichern und OK.
So wird die XML-Datei ganz automatisch in Ihrem Download-Ordner oder in dem dazugehörigen Symbol unter Downloads abgelegt. Schon haben wir den ersten Schritt geschafft und benötigen jetzt zur Installation das Office Deployment Tool. Den Link hierzu finden Sie wieder unten in der Infobox unter dem Video. Klicken Sie den Link an und laden die Anwendung direkt bei Microsoft herunter. Dies erfolgt über den roten Download-Button. Sagen Sie Datei speichern. Die Datei wird nun auch ganz automatisch in Ihrem Download-Ordner abgelegt. Bevor wir mit der Anwendung weitermachen, legen wir einen neuen Ordner auf unserem Desktop an. Gehen Sie auf Ihren Desktop, sagen rechte Maustaste Neu, Ordner und nennen diesen Office 2019. Starten Sie jetzt die Anwendung und bestätigen die Nutzungsbedingungen. Hierzu gehen Sie in Ihren Download-Ordner. Wie bereits erwähnt, hat sich der Link direkt hier abgelegt. Klicken Sie mit Doppelklick die Anwendung an und bestätigen mit Ja. Bestätigen Sie jetzt die Nutzungsbedingungen und schließen den Vorgang durch den Button Continue ab. Klicken Sie nun den von sich selbst soeben angelegten Ordner Office 2019 an und bestätigen mit OK. Nochmals OK. An dieser Stelle müssen wir nun die in Schritt 1 erstellte XML-Datei diesem Ordner zufügen. Gehen Sie auf Ihren Desktop und öffnen den Ordner Office 2019. Parallel öffnen Sie Ihren Download-Ordner. Klicken Sie die XML-Datei an, sagen rechte Maustaste Kopieren. Gehen zurück, rechte Maustaste Einfügen. Jetzt öffnen wir die Eingabeaufforderung. Hierzu gehen wir nun mit einem Klick auf das Windows-Symbol und tippen dort CMD ein. So öffnet sich automatisch die Eingabeaufforderung, welche Sie nun mit Doppelklick auswählen. Wir werden jetzt in der Eingabefunktion zusammen das Verzeichnis wechseln. Folgen Sie einfach genau meinen Schritten. Gehen Sie bitte zurück in den Ordner Office 2019. Klicken oben links in das Feld und kopieren mit rechter Maustaste den kompletten Pfad. Switchen Sie nun zurück in die Eingabeaufforderung. Der Befehl zum Verzeichniswechsel in der Eingabeaufforderung lautet CD. Die steht für Change Directory. Anschließend fügen wir ein Leerzeichen ein und fügen mit rechter Maustaste den soeben kopierten Pfad ein. Bestätigen Sie mit Enter. Nun geben Sie folgenden Befehl ein: Setup Leerzeichen Slash Configure Leerzeichen
Konfiguration Port XML. Drücken Sie erneut Enter und starten durch diesen Befehl den Installationsvorgang. Legen Sie sich nun stolz zurück. Sie haben es geschafft und Office Standard in der Version 2019 wird genau jetzt auf Ihrem Gerät installiert. Wenn der Installationsassistent abgeschlossen ist, schließen Sie einfach alle offenen Fenster und klicken auf das Windows-Symbol. Hier sollten jetzt alle gewählten Programme zur Verfügung stehen. Ich hoffe, dieses kleine Video konnte ein wenig bei der Installation von Office Standard in der Version 2019 per Click-to-Run-Download helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen.